Das Ziel für Marco Polo ist die Doldendornhütte und nach 2,5 Stunden Anstieg zu erreichen. Dort soll dann das Mittagessen bereitet und eine gemütliche Pause eingelegt werden. Aus dem Gemütlichen wird nichts. Zuerst ziehen die Regenwolken und dann der Regen selbst heran. Auch Ecki kann bei diesem Wetter kein richtiges Feuer machen. Und der mitgenommene Reis wird kaum weicher wie gebrannte Erdnüsse. Der Kommentar des Koches, aber wenigstens klebt der Reis nicht. Zum Wetter wäre noch zu sagen, wir haben nur Sonne und Regen über Kandersteg, also nur gutes Wetter. Unser Malteser erteilt Unterricht in Erster Hilfe, was er mit Sicherheit besser beherrscht wie Reiskochen.